Und nun zum Hinspiel des Halbfinals. Der sechste Spieltag im Fun Cup der Optimale. Und ich fange von unten an. Borussia Bergstedt gegen TSV Möwe Hamdorf. Und da hat sich Borussia Bergstedt doch das Sieges im Hinspiel doch teuer erkauft mit vier gelben Karten. Und ja, da ist doch bestimmt Begeisterung da bei Borussia Bergstedt, oder? Ist die Situation jetzt besser, als wir es uns erträumt hätten, aber nicht entschieden. Und war klar, dass wir da hinfahren, dass wir in beiden Halbfinals alles abrufen müssen, um ins Finale einzuziehen. Nur dann ist es möglich. Einmal haben wir es geschafft, schauen wir es beim zweiten Mal auch, können wir tatsächlich ins Finale einziehen. Und das überrascht uns am meisten und finden wir allerdings auch ziemlich cool. Okay, ich fände es auch cool, wenn dann der erste Finalist schon feststehen würde, aber da ist noch alles drin, vor allen Dingen, weil TSV Möwe Hamdorf doch deutlich mehr Torchancen hatte und der Ball aber nicht reinging. Woran lag's? Der Ball wollte nicht rein. Woran lag's? War es die Hitze? Ja, wir haben es so nicht getroffen, daran. Aber war es vielleicht die Hitze oder die Hitze gilt für alle Spieler? Also, da ist im Rückspiel noch alles möglich. Da ist noch nichts entschieden. Ein Tor, das kann man ganz schnell wieder aufholen. Also, das ist schon mal eine spannende Partie. Und ab zur nächsten. Und nun zum zweiten Spiel des Halbfinals-Hinspiel. 1. FC Aprisos gegen FC Wattershai. Das wohl spannendere. Vor allen Dingen nach den Geplänkeln zuvor. Und da ist es. Ein, ja, kann man sagen, leistungsgerechtes Unentschieden? Ich glaube ja. Also mit ein paar Hin- und Herschwankungen. Erst hat Wattershai den Anfang verschlafen und ich führe 1-0. Dann holte er aber innerhalb von 5 Minuten, ja, wahrhaft einen Hammer raus und holt 2 Tore. Somit lieg ich hinten. Aber Gott sei Dank, in der ersten Minute der Nachspielzeit kam dann doch noch für mich mehr oder weniger das erlösende 2:2. Was soll man da noch an Spannung, kann man das nicht überbieten? Was soll man dazu noch sagen? Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit Sicherheit nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der Verbalerotik komme. Also, wie gesagt, ich freue mich aufs Rückspiel morgen und damit würde ich ganz einfach sagen, es ist bei allen noch alles möglich. Jeder kann noch ins Finale rein, da ist noch nichts entschieden. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in den letzten Saisons so spannend war, dass wirklich in beiden Halbfinalen noch alles möglich war. In dem Sinne kann man Anspannung nicht überbieten. Ich kann es immer nur wieder sagen und würde sagen, so wie immer. Der Manager ruft an. Also wenn keine Frage mehr an mich hat, wünsche ich euch einfach das Allerbeste und ganz viel Spaß. Und wir würden dann gehen. Ist das okay? Danke.